Wir haben hier ganz viele verschiedene Spinnen. Ihr habt ja schon die, wir haben die Baldachinspinne erwähnt und die Wespenspinne. Wir finden aber auch noch die Wolfsspinne, die hier fleißig rumrennt. Die haben wir auch schon gesehen mit ihrem Kokon, die sie im Moment hin und her trägt. Und ganz besonders, auch wenn man an den Wegesrändern guckt, auch sonst, wenn man mal spazieren geht, findet man die Trichterspinne. Die Moore hier gerade in Nordwestdeutschland sind entstanden nacheiszeitlich mit dem Abschmelzen der Gletscher, als sich hier Sandmassen abgelagert haben und durch die Erwärmung nach der Eiszeit das Meer angestiegen ist und dann in diesem Wasser, was ja ein ganz wesentlicher Bestandteil der Moore ist, dann die Pflanzen und vor allem das Torfmoos angefangen ist zu wachsen, immer unter Wasser blieb und unter Wasser auch nicht zersetzt wurde, sodass es wieder in den Nährstoffkreislauf zurückgekommen ist. Torfmoos ist ein wichtiger Bestandteil des Moores. Sie wächst an der Spitze weiter, während die Wurzeln absterben. Da die abgestorbenen Wurzeln nicht zersetzt werden können, entsteht Torf. Das ist der Torf, der aus Torfmoos besteht, der bis zu 8 Meter tief ist. Eine wichtige Eigenschaft des Torfmooses ist, dass sie ein Vielfaches von Wasser aufnehmen kann. Ich bewirtschafte als Landwirt, als Pächter Grünland im Naturschutzgebiet. Und dieses Grünland wird extensiv genutzt, heißt, wir haben einen anderen Schnittzeitpunkt wie andere Leute, die Düngung ist anders. Und das lässt sich halt nur mit Mutterkühen bewirtschaften. Und deswegen habe ich eine Mutterkuhherde, das sieht man hier im Hintergrund, ja. Und diese Mutterkühe kommen mit diesem extensiven Grünland gut zurecht. Wenn man heutzutage ein Moor erhalten möchte, dann geht das nicht ohne Landwirtschaft, die die Wiesen mäht oder die ihre Kühe drauf treibt und die Bäume runterhält. Weil zum Beispiel, was ihr ja schon angesprochen hattet, der Kiebitz oder der Brachvogel, Landschaften braucht, die baumfrei sind. Weite Flächen, wo man gucken kann. Und dafür ist die Landwirtschaft ganz wichtig, dass das dann erstmal auch baumfrei bleibt. Eine Mähwiese heißt ja auch, es ist Wiese und es wird geschnitten. Und dieser Schnittzeitpunkt 15. Juni, dann müssen wir einmal schneiden und auch abfahren, um die Gräser, die jetzt noch da sind, auch zu erhalten. Gibt es hier besondere Arten im Moor? Also hier gibt es hochmoortypische Arten. Das ist im Wesentlichen der Sonnentau. Der Sonnentau ist eine fleischfressende Pflanze. Sie lebt meistens auf feuchtem Boden und frisst Insekten, um Mineralstoffe und Eiweiß zu bekommen. Hier ist die Glockenheide und hier ist die Besenheide. Die Besenheide ist eine Nahrungspflanze für diverse Schmetterlinge und Raupen. Sie wurden früher für Besen und Bürsten hergestellt. Die Blütenzeit ist meistens von Juli bis August und sie sind in verschiedenen Farbvarianten vorhanden. Die Wolfsspinnen, die kann man ganz gut daran erkennen, gerade zur Zeit jetzt, dass sie ihren Kokon hinten am Hinter tragen, also die, da wo die Eier drin sind.
Und die Trichterspinne ist eigentlich ganz spannend. Die baut so ein, wie so ein großes Laken. Und hinten hat sie ihren Trichter, in dem sie auch wohnt und auf Beute wartet. Und dann kommt die halt aus ihrem Tunnel gejagt, greift die Beute und zieht sie in den Tunnel zurück. Die Wespenspinne zum Beispiel kommt eigentlich aus Italien und Spanien und ist in den letzten 100 Jahren hier hochgewandert. Und das hat sie jetzt nicht unbedingt zu Fuß gemacht, sondern die kleinen Babyspinnen setzen sich oben auf einen Grashalm oder auf einen erhöhten Standort und strecken ihren Popo in die Höhe und lassen einen Faden mit einem kleinen Segel dran in die Luft und lassen sich dann vom Wind wegtragen. Die Weibchen werden relativ groß, eine Körperlänge von 2 cm ungefähr. Und die Männchen bleiben so fingernagelgroß fast im Ganzen, also mit Beinen. Genau, hier haben wir die Wespenspinne, die sitzt da auf der anderen Seite, da seht ihr sie gerade. Die sitzt immer genau in der Mitte von diesem Stabilement drin. Und oben und unten haben wir schön diese Netzdekoration. Warum sie dieses Stabilement machen, ist noch nicht so ganz klar. Inzwischen ist man darauf, dass man denkt, ja, vielleicht fängt sie da Regentropfen, um sich mit Wasser zu versorgen. Oder sie fängt UV-Strahlen auf, um Insekten anzulocken, was am wahrscheinlichsten ist. Wie töten Spinnen eigentlich ihre Opfer? Hauptsächlich, und das wissen wir ja, wisst ihr bestimmt auch alle, injizieren sie Gift. Und das tun sie über ihre Giftklauen. Was die Spinnen wenig gefährlich für uns macht, ist der Umstand, dass sie nicht durch unsere Haut beißen können. Es wird gesagt, dass die Kreuzspinne, besonders große Exemplare, in der Lage sind, durch dünne Hautstellen durchzubeißen. Und die zweite Art ist der Ammendornfinger. Das ist so die einzige Art, von der man sagt, okay, da hast du vielleicht mal eine Woche Schwindel, du hast Kopfschmerzen, Übelkeit. Aber das ist eigentlich die einzige Art. Dann gibt es an Amphibien den Moorfrosch oder eben an Vögeln den Brachvogel oder den Kranich, der hier auch brütet. Das ist schon was Besonderes und das ist auch eine besondere Art. Wir haben hier natürlich immer Kraniche, die durchziehen. Aber seit jetzt sicher 6 Jahren ist hier ein Kranichspaar, was jedes Jahr wiederkommt. Die haben fast jedes Jahr 2 Junge. Und wenn die dann vom Nest kommen, dann gehen sie schon mal mit den Kleinen spazieren. Und man beobachtet, dass sie immer wieder auf die Grünlandflächen gehen und dann wieder zum Nest. Und wir als Landwirte halten auch immer die Augen auf, was wo ist. Ob da jetzt ein Kiebitznest ist oder ob da Kraniche brüten, dann lässt man dann schon mal die eine Wiese so ein bisschen länger in Ruhe, damit die Brutvögel da auch Zeit haben, sich da zu entwickeln. Der Kiebitz gehört zu den sogenannten Limikolen, zu den Wartvögeln mit langen Beinen, einem langen Schnabel. Und die sind zum einen angewiesen auf diese Moorflächen, die baumfrei sind. Sie meiden also Gehölzstrukturen, gerade auch mit ihren Nestern und so weiter. Und sie sind angewiesen auf die feuchte Bodenstruktur, um mit den langen Schnäbeln eben in den Boden eindringen zu können, um dort nach Nahrung zu suchen. Und dieser Lebensraum ist eben für Limikolen, Wartvögel, prädestiniert und wichtig. Darum ist auch der Kiebitz drauf angewiesen. Warum leben hier eigentlich so viele Kiebitze? Das ist ja ein Wasservogel-Naturschutzgebiet. Und diese Wasservögel kommen mit dieser Nutzung sehr gut klar, weil zum einen die Kühe auch in ihrer Weide dulden, dass Wasservögel da brüten. Und dieser Schnittzeitpunkt ist ja so weit nach hinten gelegt, das ist in unserem Fall der 15. Juni, weil eben halt dann diese Brutnester schon verlassen worden sind. Also der Kiebitz kann sich darauf einlassen, dass er hier Nahrung findet, kann sich auch zurückziehen in bestimmte Bereiche zum Brüten. Und darum sind das eigentlich hier in diesem Regenmoor ideale Lebensbedingungen für den Kiebitz, der vom Aussterben halt auch bedroht ist. Also ich kann nur sagen, dass es in den letzten Jahren wieder mehr geworden ist, durch halt auch diese Bewirtschaftung. Ne? Aber insgesamt ist es doch eine feine Sache, dass es mehr wird, oder? Ja.
passiert hier eigentlich mit dem Moor? Ja, also wir sind jetzt ja momentan auf einer Fläche, sage ich mal, des Hochmoores oder Regenmoores, die eigentlich schon mal da war, dann war sie eine Zeit lang weg und jetzt wird sie wieder neu angelegt. Im Grunde kann man diese Flächen, so wie sie mal gewesen sind, nicht wiederherstellen, weil wir heutzutage andere Lebensbedingungen haben. Wir haben einen anderen Wasserhaushalt und wir haben andere klimatische Bedingungen. Aber man kann schon das Wasser wieder hier drin behalten und das Torf muss wieder zum Wachstum anregen. Also der Naturschutz ist hier angefangen vor ca. 15 Jahren. Und vor 10 Jahren sind wir angefangen, den Betrieb zusätzlich noch auf Bio umzustellen. Weil wenn wir nur Moor hätten, dann kämen die Nachkommen von Kranich, Kiebitz und dergleichen gar nicht zurecht. Also die brauchen schon dieses Grünland, aber halt mit der Bewirtschaftungsauflage, die wir ja erfüllen, dieses extensive Wirtschaften. Das hat nicht nur was mit den Tieren und Pflanzen zu tun, die Arten, die rückläufig waren, sondern auch generell, dass es ja ein Kulturgut ist, was wir jetzt eigentlich zu erhalten haben, auch für nachfolgende Generationen. Denn eure Kinder oder auch meine Kinder und Enkel, die wollen ja vielleicht auch nochmal so ein Moor kennenlernen, wie das mal gewesen ist. Ja, also ich glaube, ihr nehmt hier erstmal eine ganze Menge mit. Das eine ist ja, was ihr so fachlich lernt, ne, ob es der Umgang ist mit den Kameras oder ob es einfach das fachliche Wissen ist, dass ihr mal gesehen habt, wie so Torfmoos aussieht, wenn wir da in der Schule drüber sprechen, oder wie eine Lachmöwe aussieht. Auf der anderen Seite, dass ihr zusammen mit den Personen vom Caritas, die hier sind, einfach auch, dass da das soziale Lernen ganz weit nach vorne gestellt wird, in der Gruppe sich auf andere einzulassen und mit denen ja etwas zu machen. Alles gut. Immer gut. Immer gut. Immer noch. Immer gut. Gut. Sehr gut.